Hallo und hallo mal wieder und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. The Beast Within. Ich spiele die Steam-Version auf Deutsch gepatcht. Und ich bedanke mich bei Auge des Horus, der mir dabei geholfen hat, das zu patchen. Und dann grüße ich noch den Hank und den Mock. Genau der. Ja, worum es geht in dem Spiel? Einfach das Intro gucken. Das hat es in sich und spricht für sich. Jedenfalls bekomme ich immer Gänsehaut dabei. Und es ist aus dem Jahr 1995. Ja, schaut es euch einfach an. Macht euch selbst ein Bild. Wir legen los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gabriel Knight Krimi. Das bin ich, Gabriel Knight. Hubers sind wohl katholisch. Ich denke nicht, dass mich die Hubers in ihrem Schlafzimmer haben wollen. Porzellan. Fast wieder heim. Ja, gerade aufgestanden. Guten Morgen. Porzellan. Tasche geleert. Er ist von den Anwälten der Familie Ritter. Er ist von den Anwälten der Familie Ritter. Er ist von den An So, über Grau, Höfen und schnell. Rechtsanwälte, Marienplatz 21, 81560, München. München im Februar 1994. Sehr geehrter Herr Knight, der Titel auf Schloss Ritter und die Ländereien ist nun offiziell beim Landratsamt Rittersberg auf Ihren Namen eingetragen worden. Dank der von Ihnen zur Verfügung gestellten Mittel ist die Liegenschaft nunmehr schuldenfrei. Die Erbschaftssteuer, die ausstehende Grundsteuer und andere Aufgaben sind beglichen worden. Vielen Dank auch für den zusätzlichen Vorschuss und für das Vertrauen, das Sie in die Kanzlei über Grau, Höffen und Schnell als Ihre Familienanwälte gesetzt haben. Sollte es noch Unklarheiten oder Fragen geben, können Sie sich jederzeit an mich wenden. Falls Sie nach München kommen sollten, besuchen Sie mich doch kurz, um sich vorzustellen. Hochachtungsvoll, Harald Übergrau. Ja. Gabriel, ich habe gerade die katholische Kirche von einem Wunder unterrichtet. Im Laden hat sich wirklich einiges getan. Wir bringen die Ware unter die Leute. Nun, wie in einem richtigen Laden. Ich warte nur darauf, dass jeden Moment die Jungs von der versteckten Kamera hervorspringen und uns fragen, ob wir Spaß verstehen. Wie es das Schicksal will, ist The Voodoo Murders auf Platz 20 der New York Times geklettert. Der amerikanische Geschmack ist mitunter wirklich erschreckend. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich gerne ein bisschen von dem Geld nehmen, um den Laden in Schuss zu bringen. Deiner Großmutter geht es gut, aber sie vermisst dich.
Mosley hängt rum und geht einem wirklich auf die Nerven. Glücklicherweise brauche ich bloß den kahlköpfigen Detective Mosley aus deinem Buch mit seinen ganzen 240 Pfund zu erwähnen. Und dein Freund wird rot und ist in 5 Sekunden draußen. Hier ist alles geregelt und wir warten bloß auf deine Entscheidung. Ich denke, es lässt sich ein Käufer finden, wenn du das vorhast. Ich weiß, du hast Briefe schreiben, aber ich muss wenigstens ungefähr wissen, welche Pläne du hast, damit ich selbst für mich planen kann. Okay. Das ist von Grace. Das braucht ihr nicht vorlesen. Ein Schattenjägermesser. Ein Schattenjägermesser. Okay. Von Dumbledore Jagd. Braucht man nicht? Meine Brieftasche. Es befindet sich zurzeit wirklich Geld drin. Hä? Meine Brieftasche. Ja. Brillant geschrieben, wenn ich das sagen darf. Leider vergebene Liebesmühe, solange ich keine Handlung habe. Vielleicht küsst mich ja die Muse. Okay, Blake Backlash Manuscript. Ohne Titel von Gabriel Knight. Kapitel 1, Seite 1. Fast ein Jahr seit dem erfolgreichen Abschluss seines ersten großen Falls vergangen, als Blake Backlash feststellen musste, dass er in einem heruntergekommenen alten Schloss festsaß. Eigentlich sollte er ja ein Held sein und die Rolle des Wächters über die Wahrheit und Licht von Onkel Damien zusammen mit dieser Ruine von einer Burg. Was Onkel Damien ihm aber nicht erklärt hatte, war, dass er danach tun sollte, was er danach tun sollte. Bis jetzt bestand das spannendste Kapitel seines neuen Buchs aus der Beschreibung, wie er Gips anrührte und Nägel in die Wand hämmerte. Es war zum Verrücktwerden. Trotzdem, Blake wusste, dass es noch schlimmer sein könnte. Denn wenn er nicht das viele Geld aus dem Voodoo-Tempel herausgeschmuggelt hätte, bevor diese in Flammen aufging, gäbe es jetzt auch keine Renovierung. Und er würde sich hier in Bayerisch-Sibirien immer noch den Arsch abfrieren. Zum Glück wurde Blake die Tortur weiterer Selbstbemitleidung erspart, als ein mysteriöses Paket ankam. Aus Indien. Neugierig wie er nun mal war, riss er das Paket sofort auf und heraus fiel. Jo. Das ist wohl das Ding, was er im Intro geschrieben hat. Wer es nicht gesehen hat, unbedingt nachholen. Mein Notizbuch. Mein Notizbuch. Mein neues Diktiergerät. Mit 2 Decks. Geil. Mit 2 Decks. Oh. Das ist das Videomenü. Eröffnungsfilm. Haben wir ja gesehen. Ein bisschen zu stilvoll für meinen Geschmack. Gracie hat sie designt. Gabriel Knight Schriftsteller. St. George's Rare Books. 312 Bourbon Street. New Orleans. Los Angeles. Oder Quatsch, nicht Los Angeles. L.A. Okay, egal. Schlossritter, Ritterweg, 64, F2671, Rittersburg. Rittersberg.
Der Familientalisman. Wolfgang gab sein Leben, um ihn zurückzubekommen. Sonst brauche ich gerade nichts. Sonst brauche ich gerade. Herr Knight, die Autoschlüssel sind neben der Tür. Vielleicht sollten Sie aber lieber nicht mit dem Wagen in die Stadt fahren. Nehmen Sie die Straße nach Lochham. Parken Sie dort das Auto und nehmen Sie die S-Bahn. Danke für Ihre Hilfe, Huber. Nett von den Hubers, mir ihr Auto zu leihen. So, Freistaat Bayern Zeitung. München, Montag, 7. März 1994, Nummer 54, 10. Woche. Killerwölfe aus dem Zoo immer noch auf freiem Fuß. Die zwei Wölfe, die aus dem Münchner Zoologischen Garten in Thalkirchen entlaufen sind, konnten von der Polizei und Jägern bis jetzt noch nicht wieder eingefangen werden. Der für den Fall verantwortliche Kriminalbeamte, Kriminalkommissar Leber vom Polizeirevier am Prinzregentenplatz, sagte, dass die Polizei einen neuen Plan durchführt, basierend auf der Mithilfe von erfahrenen Fährtenlesern aus Übersee. Bis jetzt scheinen sich die Wölfe ausschließlich auf dem Lande aufzuhalten. Jedoch hat die Polizei bis jetzt noch keine Antwort auf die Frage, warum die Angriffe so weit voneinander entfernt geschehen sind. Die Wölfe haben offenbar noch kein neues festes Revier bezogen. Bezüglich der Inkompetenz der Polizei hat es viele Spekulationen gegeben. Die Zoobeamten haben bis jetzt jeglichen Kommentar abgelehnt. Weiter auf Seite 5. Kriminalkommissar Leber. So. Ich finde es wirklich nicht sehr leicht zu lesen. Naja. Ich kann ja nicht viel davon lesen, aber da steht der Name von dem Zoo in Thalkirchen. Der Name des Beamten, der den Fall bearbeitet, ist Leber. Die Polizeiwache ist in der Nähe vom Prinzregentenplatz. Okay. Ich lasse Gracie lieber wissen, dass ich schon wieder an einem Fall arbeite.
Mein Brief an Gracie. Das bin ich, Gabriel Knight. Wen soll ich denn anrufen? Ich habe keine Lust, Gracie jetzt anzurufen. Ich könnte Übergrau anrufen. Ich würde aber lieber hingehen. Na gut. Ich habe keine Lust, Gracie jetzt anzurufen. So. Ja, man muss ja alles probieren in so einem Spiel, ne? Muss auch öfters mal abspeichern. Die braucht man vermutlich, um die Blumenkästen in Schuss zu halten. Die Hubers haben es hier richtig hübsch. Vielleicht ein bisschen zu rustikal für meinen Geschmack, aber hübsch. Ich hatte auf einen Mercedes gehofft. Na, der wird es auch tun. Ja. Ich könnte mich ja täuschen, aber ich glaube, in diesem Sack finde ich Zement. Schnell trocknender Zement. Also, wirklich nützlich. Okay. Ein Blecheimer. Nichts Interessantes drin. Ich könnte mich ja täuschen, aber ich glaube, in diesem Sack finde ich Zement. Ein Blecheimer. Ich könnte mich ja täuschen, aber ich glaube in ein Blecheimer. Ja. Ich könnte mich ja täuschen, aber ich glaube in diesem Sack finde ich ein Blecheimer. Ja. Nichts Interessantes drin. Na gut. Genug rumgespielt. Genau, von der Gegend an hier. Ein Wassertrog. Der Boden da drüben ist ein bisschen schlammig. Dieses Waldstück zieht sich. Eine Menge Platz, um sich zu verstecken. Dieses Waldstück zieht sich. Das bin ich, Gabriel Knight. So groß wie meine Hand. Der Schlamm trocknet. War wohl schlimmer in der Nacht, als dieser Abdruck entstanden ist. Dieser Pfotenabdruck ist so groß wie meine Hand. Ja. Okay.
Ich würde sagen, bevor wir ins Auto einsteigen, speichere ich erstmal und wir machen erstmal eine Pause. Und dann wird es bald weitergehen. Dann sehen wir uns bei der Fortsetzung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wie mir. Und hinterlasst einen schönen Kommentar, Daumen nach oben, lasst ein Abo da. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ihr die Glocke aktiviert, wenn die Fortsetzung kommt. Also. Nell, ihr könnt hier warten. Komm!